Auch heuer wurde wieder der Fischermänner Stadtlauf ausgetragen. Dabei konnte der Laufwettbewerb, der den Auftakt zum Laufcup Ost markiert, einen neuen Teilnehmerrekord verbuchen. Nicht zuletzt aufgrund der mehr als 250 teilnehmenden Kinder und Jugendlichen. Ein Rekord, der zeigt, dass der Laufsport sich auch bei der Jugend großer Beliebtheit erfreut. Am vergangenen Wochenende fand zum bereits 23. Mal der Fischermänner Stadtlauf statt. Dieses traditionsreiche Event markiert gleichzeitig den Auftakt zum Laufcup Ost. Und dieses Jahr gab es einen besonderen Grund zur Freude. Ein neuer Teilnehmerrekord wurde aufgestellt und das vor allem der über 250 Kinder, die am Lauf teilgenommen haben. Ja, es ist diesmal besonders toll, weil wir haben einen neuen Rekord geschafft. Wir haben über 250 Kinder, haben wir dann gesagt, knapp 300, also voriges Jahr haben wir 225 gehabt. Das freut uns besonders, weil wir haben diese Volksschul-Challenge, wo die Volksschulklassen gegeneinander antreten um ein Preisgeld. Und das haben wir geschafft, dass wir sehr viele, viele Kinder haben. Bei den Erwachsenen, die kommen dann natürlich auch mit und da haben wir auch schon über 100. Also das freut uns, dass heute sehr viel ist und das Wetter passt auch. Naja, es ist natürlich wunderbar, dass die tolle Idee da gut angenommen wird. Wir machen ja Kooperation mit der Volksschule vor allem und die Stadtgemeinde übernimmt das Startgeld quasi, damit jedes Kind auch die Möglichkeit hat, hier auch mitzumachen. Das ist uns ganz wichtig, einerseits natürlich die Kinder zum Sport zu bringen, zur Bewegung zu bringen, andererseits aber auch natürlich soziale Gerechtigkeit. Jedes Kind soll auch die Möglichkeit haben, teilzunehmen. Also wir als Volksschule Fischermend vertreten natürlich den Laufsport. Der Harald als Obmann des Laufvereines ist bei uns einmal in der Woche und trainiert schon im Vorfeld die Kinder. Wir unterstützen ihn dabei und wir sind voll motiviert, dass sich so viele Kinder als möglich anmelden. Die Kids machten den Anfang und zeigten dabei, was sie so drauf haben. Die laufen 300 Meter, also 150 Meter rauf und wieder runter. Das sind die Kinder unter 6 Jahre. Und dann kommen die Kinderlauf, da haben wir wie gesagt 250 Kinder am Start. Die rennen ca. 1,1 Kilometer eine Schleife. Und um 11 Uhr beginnt dann der Hauptlauf. Da haben wir Nordic Walker, die 5 Kilometer machen. Die Hobbyläufer und Jugendläufer machen auch 5 Kilometer. Der Andrang war groß, was wieder einmal zeigt, Sport ist beliebt. Ja, es freut mich sehr, also besonders bei den Kindern, weil man sagt immer, es bewegen sich immer weniger Kinder und das wollen wir, dem wollen wir schon entgegenwirken. Wir machen auch in der Schule, wir haben eine Kooperation mit der Volksschule, Kinder bewegen 2.0 heißt das, das mache meistens ich, eine Stunde Sport mit den Kindern und dadurch haben wir auch eine super Kooperation, dass die Kinder bei uns dann auch mitlaufen und das Ziel ist eigentlich Bewegung. Bei den Kindern reinzubringen, aber auch bei den Erwachsenen, weil wir bewegen uns alle zu wenig. Naja, ich bin vor allem dem Obmann und dem gesamten Team sehr dankbar, dass sie auch diesen Lauf heuer wieder organisiert haben. Es ist natürlich auch eine Visitenkarte für die Gemeinde, dass die Gemeinde eine Sportgemeinde ist und eine gesunde Gemeinde. Und das ist eine tolle Sache und darüber freue ich mich sehr. Ich finde es wirklich genial, wie viele Kinder sich da heute angemeldet haben, weil ich denke mal, gerade in der heutigen Zeit, wo die meisten vom Computer, vom Handy sitzen und wir wirklich viele Probleme in der Schule deswegen haben, und wir fördern das wirklich total, diesen Sport. Und deswegen freut es mich umso mehr, dass sich so viele Kinder da motiviert haben und sich angemeldet haben. Wir haben es gerade gesehen, ein ganz toller Lauf. Wie zufrieden seid ihr mit dem Lauf heute, den ihr gezeigt habt? Also ich bin sehr zufrieden mit meiner Leistung. Ich finde, es war nur ein bisschen warm, weil halt Frühling sehr unerwartet kam. Es war vor kurzem noch eher kälter, aber ich bin sehr zufrieden. Ja, ich bin auch sehr zufrieden. Wir haben beide unser Ziel erreicht und es hat sehr Spaß gemacht. Das Wetter spielt heute auch optimal mit. Das ist eigentlich perfekt angerichtet, alles für einen tollen Wettkampf heute, oder? Ja, also das Wetter ist natürlich auf jeden Fall toll heute und schauen wir mal, ob es nicht zu heiß ist fast für manche Sportler, aber man wird sehen. Ja?